Schönen guten Tag, mein Name ist Karl von Gablenz. Ich bin sozusagen von Geburt an etwas luftfahrtlastig, weil mein Großvater schon Pionier war bei der alten Lufthansa, mein Vater war Jumbo-Kapitän und irgendwo lag das also ein bisschen im Blut der Familie. Und mein Ziel ist es, einen Cargolifter zu bauen für das Heben von Frachten. Das ist der Cargolifter, das größte Luftschiff der Welt. Gablenz kommt Mitte der 90er die Idee und er entwickelt das Konzept. Der Unternehmer gilt als innovativer Visionär. Sein Luftschiff soll den Lastentransport für immer revolutionieren. Unnötige Schwertransporte würden fortan der Vergangenheit angehören. Großmaschinen, Flugzeugteile und Kräne würden durch die Luft von A nach B gebracht werden. Deutschland glaubt an Gablenz. Er sammelt unfassbar viel Geld ein für das Projekt. 70.000 Menschen investieren über 300 Millionen Euro. Auch die Politik unterstützt sein Vorhaben finanziell. Doch bis heute hat kein einziger Cargolifter den gigantischen Hangar jemals verlassen. Was ist passiert? Gablenz gilt für viele bis heute als Visionär. Andere bezeichnen ihn als Betrüger. Wer ist dieser Mann wirklich? Hat Gablenz die Öffentlichkeit und Tausende von Investoren jahrelang geblendet? War das Luftschiff von Anfang an nur ein zum Scheitern verurteiltes Luftschloss? Dies ist der unfassbare Fall des Cargolifters. Es klemmt, und zwar hinten, ein Verkehrsschild. Das Schild ist im Schotter eingegraben. Da kann man da oben abschneiden. Verkramplätze müssen verdichtet sein. Ich habe mir damals solche Dokus angeguckt und heute noch und stelle immer noch fest, das Problem ist immer noch das alte, es gibt immer noch keine Lösung. Schwertransporte sind ein Albtraum. Um zum Beispiel ein Windrad zu transportieren, braucht es rund 150 Genehmigungen. Die Route und das Timing müssen genau geplant werden. Straßen werden gesperrt, Schilder abgebaut und etliche Fahrzeuge müssen der Karawane folgen. Große Maschinen müssen außerdem oft aufwendig in ihre Einzelteile zerlegt werden, nur um am Zielort dann wieder zusammengebaut zu werden. Gablenz will das mit seiner Idee ändern. Der Cargolifter soll bis zu 160 Tonnen Last heben und vom Werk direkt an den Zielort bringen. Egal, ob innerhalb Deutschlands, Europas oder ans andere Ende der Welt. Das Luftschiff soll eine Reichweite von bis zu 10.000 Kilometern zurücklegen können. Enge Straßen, scharfe Kurven und niedrige Brücken werden einfach überflogen. Die Transporte wären außerdem klimafreundlich. Luftschiffe schweben durch den Himmel und brauchen für den Antrieb deshalb nur wenig Energie. Selbst mit Dieselmotoren verursachen sie rund 3/4 weniger CO2 als Flugzeuge. Ausgestattet mit Elektromotoren könnten sie fast komplett klimaneutral werden. Sie sind zwar langsam, aber im Vergleich zu vielen anderen Schwertransporten immer noch rasend schnell. Also die Reaktionen waren eigentlich immer gleich. Auf der einen Seite hat die Idee total überzeugt, macht ja auch Sinn. Aber dann kam natürlich die Fragezeichen, wie wollen Sie das denn machen? Sozusagen so ein großes Luftschiff, wie soll das dann gehen? Es gibt viele Ideen und Erfindungen, die einfacher umzusetzen sind als der Cargolifter. Nehmen wir an, du willst Miniatur-Luftschiffe verkaufen. Nach diesem Video bist du inspired, aber du bist kein Ingenieur und hast keinen Bock auf die großen Teile. Du produzierst also ein paar Miniaturluftschiffe, einen kleinen Hangar und nettes Zubehör. Du feierst die Sachen. Jetzt kommt Shopify ins Spiel. Die Plattform kann dir dabei helfen, einen Online-Shop zu erstellen. Egal ob erster Verkauf oder bereits boomendes Miniaturgeschäft. In nur wenigen Klicks kannst du dir ohne besondere Vorkenntnisse einen professionellen, einzigartigen Online-Store erstellen. Wir nutzen Shopify auch seit über 4 Jahren mit unserer Klamottenmarke Culture Culture. Im Dashboard haben wir alle relevanten Zahlen immer im Blick. Im Live-View können wir in Echtzeit verfolgen, wo sich gerade jemand ein Piece von uns gönnt. Du kannst Shopify jetzt kostenlos testen. Geh dafür einfach auf shopify.de/simply oder klick auf den Link in der Beschreibung. Gablenz steht damals vor einer Herausforderung. Er muss bei der Entwicklung quasi von vorne anfangen. Das Ende der Zeppelin-Ära eingeläutet hat so im allgemeinen, im kollektiven Bewusstsein die Katastrophe von Lakehurst, der Verlust der Hindenburg 1937. Das ist Jürgen Bleibler vom Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.
Die Hindenburg ist bis heute das größte jemals gebaute Luftschiff der Welt. 245 Meter lang, 41 Meter Durchmesser, 200.000 Kubikmeter Gasinhalt. Nach der Katastrophe und dem Zweiten Weltkrieg wird die Zeppelin-Technologie nicht weiterverfolgt. Flugzeuge setzen sich durch. Letztendlich war das technologische Loch eben seit 1945 so groß, dass man es mit einem Null gleichsetzen kann oder mit einem Fast-Null. Und auch aufgrund der völlig veränderten Anforderungen, die man heute zulassungstechnisch, sicherheitstechnisch an Luftfahrzeuge stellt und auch stellen muss, ist es schon ziemlich bei Null gewesen, ja. In den 90ern werden vereinzelt neue Luftschiffe gebaut, zum Beispiel diese Zeppeline in Friedrichshafen. Sie können aber nur ein paar Personen transportieren. Sie kommen nicht ansatzweise an den Cargolifter heran. Der soll sogar bedeutend größer als die Hindenburg werden. Ein halbes Jahrhundert Entwicklungslücke hält Gablenz nicht von seiner Idee ab. Am 1. September 1996 gründet er mit 93 Aktionären die Cargolifter AG. Er ist alleiniger Vorstand und das Gesicht des Startups. Also bei der Gründung war es eigentlich so, dass wir drei Bereiche dabei hatten. Wir hatten einmal unsere Ingenieure, die also in einem Art Entwicklungsteam schon 2 Jahre davor mit mir zusammen daran gearbeitet haben. Dann der Kreis der Vertreter der Unternehmen, die das Interesse hatten an dem Einsatz so eines großen Cargolifter. Und das dritte, Leute, die davon gehört hatten und gesagt haben, das ist spannend, da will ich mitmachen. Nach gut einem Jahr gibt es 600 Investoren, darunter auch Siemens, Daimler und der weltgrößte Hersteller für Elektrotechnik ABB. Später investieren noch die Linde AG, Hochtief und ein britischer Pensionsfonds. Bis zur Jahrtausendwende steigt die Zahl der Investoren auf 10.000, die insgesamt 200 Millionen D-Mark investieren. Das wären heute rund 100 Millionen Euro. Nur 2 Jahre nach der Gründung kündigt das Unternehmen sein erstes historisch gigantisches Bauvorhaben an. 1998 beginnt die Cargolifter AG auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflughafen in Brandenburg den Bau einer enormen Werfthalle. Sie ist bis heute die größte Halle der Welt ohne Stützpfeiler. Der Baubeginn wird groß gefeiert. Investoren, Politiker und Angestellte versammeln sich und graben mit hunderten Spaten den Hallenumriss in den Boden. Luftballons zeigen die späteren Dimensionen der Halle. Kurz danach präsentiert Gablenz seinen ambitionierten Zeitplan. Erstflüge des Cargolifters sollen im Sommer 2001 stattfinden. Die ersten Gewinne sollen 2003 oder 2004 erwirtschaftet werden. Und bis 2013 will das Unternehmen 50 Luftschiffe bauen. Nur wenige Monate später hebt tatsächlich das erste Luftschiff der Cargolifter AG ab. Es heißt Joey und ist ein Prototyp des Cargolifter CL160 im Maßstab 1:8 mit deutlich weniger Gasvolumen. Für Cargolifter gilt er als Erfolg. Joey sei ein Beweis, dass die Vision technisch machbar ist. Die Presse feiert das Luftschiff. Ladekran und Antrieb werden vorläufig noch am Experimentalluftschiff Joey getestet, das gerade eine Ehrenrunde um die gigantische Halle dreht, in der nächstes Jahr sein großer Bruder gebaut wird. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, wie weit Gablenz davon entfernt ist, Joeys großen Bruder in die Luft steigen zu lassen. Cargolifter verfehlt die Fertigstellung. The plane has crashed into the World Trade Center. Cargolifter, Aktie bricht ein. Cargolifter wohl insolvent. Der Deal geplatzt. 3, 2, 1, 0. Und das neue Jahr ist da. Das Jahr 2000 beginnt verheißungsvoll. Im Frühjahr geht die Cargolifter AG erfolgreich an die Börse. Nur 4 Jahre nach der Gründung. Die Aktie steigt mit 15 Euro ein. Wenige Monate später bahnt sich ein unglaublicher Deal an. Airbus kündigt an, ab 2004 das größte Passagierflugzeug der Welt in Serie bauen zu wollen, den A380. An denen wird in rund 20 Airbus-Werken in ganz Europa getüftelt. Gigantische Flugzeugteile müssen teilweise über hunderte Kilometer von einem Werk zum anderen gebracht werden. Der Cargolifter könnte riesige Rumpfteile in Hamburg einfach anheben und für die Endmontage nach Toulouse bringen. Im Juni 2000 bestätigt Airbus, dass Cargolifter als Transportpartner erwogen wird. Der Auftrag würde rund 50 Einsätze pro Jahr mit sich bringen. Kurze Zeit später wird ein weiterer Deal mit dem kanadischen Unternehmen Heavy Lift angekündigt.
Investoren und Aktionäre sind begeistert. Die Cargolifter World wird ebenfalls im Juni eröffnet. Der Erlebnispark zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Hier können sie Ballonfliegen, Joey besichtigen oder Rundfahrten um die Werfthalle machen. Die Einweihung der Halle wird mit einem großen Fest auf dem Werksgelände gefeiert. Lobreden, Lasershow und Tanzeinlagen. Die Anwesenden haben das Gefühl, Zeugen von etwas Großem zu sein. Das war ja wirklich ein Zeichen, das man dann gesetzt hat. Und durch den Bau dieser Halle hat das Ganze eben einfach nach außen nochmal einen unglaublichen Drive gekriegt und eine unglaubliche Glaubwürdigkeit. Also jetzt ist die Halle gebaut, die wichtigste infrastrukturelle Voraussetzung. Jetzt muss es irgendwie weitergehen. Und das war ein Trugschluss. 2001. Eigentlich soll in diesem Jahr das erste Mal ein Cargolifter abheben. Die Werfthalle steht leer. Weit und breit kein fertiges Luftschiff in Sicht. Ein paar hundert Meter vor der Halle schwebt lediglich ein großer Ballon. Wir haben diesen großen Transportballon gebaut und unten dran war eben sozusagen die Transportbox, in der wir dann auch diesen Lastaustausch üben konnten. Mit diesem Modell soll das sogenannte Lastaustauschverfahren getestet werden. Ist ein Luftschiff zu schwer, hebt es nicht ab. Ist es zu leicht, wird der Auftrieb unkontrollierbar. Diese Gewichtsunterschiede wollen sie mit Wasser ausgleichen. Wird Fracht ins Luftschiff geladen, wird Wasser aus Tanks abgelassen. Beim Abladen werden die Tanks wieder befüllt. Joey sollte 1998 bereits mit diesem System ausgestattet sein. Jetzt testet man es 3 Jahre später mit einem Ballon, den man nicht steuern kann und der weniger als halb so viel Last wie der spätere Cargolifter heben kann. Es wirkt fast so, als wäre man noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, von einem funktionierenden Luftschiff entfernt. Der Ballon kann sich nur mit Hilfe von LKW fortbewegen. Unter ihm hängt ein deutscher Panzer. Für die Kameras der Fernsehsender und Zeitungen. Die märchenhafte Erfolgsgeschichte endet hier. Vielleicht war es auch nie wirklich eine Erfolgsgeschichte. Oh my God! 2001 ist kein gutes Jahr für die Luftfahrt. Etliche Airlines kämpfen mit den Folgen der Terroranschläge. Die große Aufbruchstimmung ist bei vielen Investoren von Cargolifter sowieso schon vorbei. Dem Unternehmen wird deutlicher auf die Hände geschaut. Zeit- und Kostenpläne werden hinterfragt. Die Technologie und die Kommunikation des Unternehmens werden öffentlich angeprangert. Der damalige Herausgeber des Magazins Pilot und Flugzeug, Heiko Thegen, erhebt heftige Vorwürfe gegen Gablenz. Die Aktionäre würden laut ihm getäuscht werden. Sie würden mit unrealistischen Deadlines bei Laune gehalten werden. Er hält den Cargolifter für so nicht durchführbar. Bei Rückfragen würde das Unternehmen mauern. Schon die Entwicklung von Prototyp Joey hat doppelt so lange gedauert wie angenommen. Die Budgets wurden gesprengt. Joey konnte keine Lasten tragen und viele wichtige Funktionen haben gefehlt. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt: Die Marketingabteilung hat den Prototypen geliebt. Die Piloten haben ihn gehasst. Der für 2001 geplante Erstflug des fertigen Cargolifters wurde immer wieder verschoben. Es gab offensichtlich Schwierigkeiten bei der Entwicklung. Die waren scheinbar schon länger bekannt, aber wurden teilweise unter Verschluss gehalten. Wir waren uns durchaus im Klaren darüber, als Ingenieure, wie ungefähr das Luftschiff aussehen sollte. Aber wir haben niemals von Seiten des Managements die Entscheidung gehört, so wird das Luftschiff jetzt gebaut. Hinter den Kulissen war klar, wir hatten kein Luftschiff und es gab auch keinen seriösen Bauplan. Der Lastentransport funktionierte einfach nicht, schon gar nicht über größere Strecken. Im Jahr 2000 soll laut Medienberichten bereits klar gewesen sein, dass sein Erstflug frühestens 2010 klappen könnte. Es gab ständig Berechnungen und es gab darunter ein Best Case, ein Normal Case und ein Worst Case. Und in diesem Fall hat ein Team noch gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir so spät sind? Und dieser Fall wurde dann rausgegriffen. Und Sie werden ja nicht jede Bedenken und Worst Case Szenarien, die ein Team intern hat, nach außen publizieren. Das würde keinen Sinn machen. Das wird ja auch falsch aufgegriffen. Gablenz muss seine Aktionäre trotzdem immer wieder vertrösten. Letztlich soll ein Erstflug doch erst 2004 stattfinden. Doch dazu kommt es nicht. Der angekündigte Megadeal mit Airbus platzt aus dem Nichts.
Dem Flugzeugbauer sind bei dem Projekt zu viele Fragen offen. Die Cargolifter-Aktie bricht ein. Bleibt noch der Deal mit dem kanadischen Unternehmen Heavylift. Die Firma ist interessiert an dem runden Lastenballon von Cargolifter. Doch die Struktur hinter Heavylift wirft plötzlich Fragen auf. Cargolifter ist mit 20% selbst an der kanadischen Firma beteiligt. Das war aus meiner Sicht wirklich eine Luftnummer. Ich habe hier Unterlagen besorgt über Heavylift Kanada. Nach meinem Kenntnisstand ist Cargolifter selbst wesentlich beteiligt an der Gesellschaft. Es erweckt den Eindruck, als sei diese Gesellschaft speziell zu dem Zweck geschaffen worden, in der Hauptversammlung dieses Projekt zu präsentieren. Der Verkauf findet nie statt. Der Deal platzt. Im Mai 2002 geht die erste Tochterfirma von Cargolifter pleite. Wenige Monate später die gesamte AG. Laut Gablenz war das äußerst schlechtes Timing. Angeblich wollten sie gerade mit dem Bau des ersten Cargolifters loslegen. Wir hatten da kurz davor das Critical Design Review mit dem ganzen Team, haben das festgestellt, so wie das ist mit dem Lastaustauschverfahren und so weiter und so fort, so können wir es bauen. Aber da ist uns das Geld ausgegangen und wir haben es halt damals nicht gelungen, in diesem zeitlichen Umfeld die nötigen Mittel zu kriegen. Wir waren so weit, da wollte sozusagen die Welt nicht mehr. Also ich denke, von einer technischen Ingenieurssicht könnte man die Probleme alle lösen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt. Aber sie müssen eben mit einem technischen Produkt, wenn sie ein Versprechen abgeben, dass dessen Entwicklung und die Investitionen sinnvoll macht, können sie natürlich nicht sagen, es ist fertig, wenn es fertig ist. Wenn sie es nicht schaffen, von Beginn an eine Art positive öffentliche Stimmung zu erzeugen, dann müssen sie damit rechnen, dass irgendwann einfach so ein Projekt die Luft ausgeht, dann zu viele Gegner kommen. Also man muss schon eine gewisse Menschenmenge dazu kriegen, das zu wollen. Und dazu brauchen sie eben auch die Medien, die das dann auch entsprechend rüberbringen. Wir waren immer bemüht, das zu machen und wir haben auch nie betrogen. Cargolifter war nach nur 6 Jahren am Ende. In der Zeit hat das Unternehmen 120 Millionen Euro Schulden angehäuft. Das Insolvenzverfahren hat 18 Jahre gedauert, bis ins Jahr 2020. Cargolifter hat in der Anfangszeit rund 40 Millionen Euro staatliche Fördergelder für den Bau der Werfthalle erhalten. Heute ist in ihr das Badeparadies Tropical Island. Die 70.000 Investoren gingen quasi leer aus. Es waren größtenteils Privatleute. Wer in Cargolifter investiert hat oder das gehört hat und geglaubt hat, dass das einfach zu machen ist, der hat einfach nicht zugehört. Wir haben immer kommuniziert, auch bei den ganzen Aktienzeichnungen. Es gab ja entsprechend Warnhinweise bis zum Totalverlust. Einigen Vorstandsmitgliedern wurde nach der Insolvenz Kapitalanlagenbetrug und Untreue vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat 2010 jedoch festgestellt, dass die Beschuldigten jederzeit darauf hingewiesen hätten, dass es sich beim Kauf der Cargolifter-Aktien um ein hochspekulatives Wertpapiergeschäft handelte. Das Verfahren wurde eingestellt. Karl von Gablenz hat die Firma Cargolifter 2010 neu gegründet und will wieder ein Luftschiff bauen. Es soll mit 100 Metern Länge aber deutlich kleiner werden als der Cargolifter, nur 55 Tonnen tragen und auch Personen transportieren können. Dafür braucht er 500 Millionen Euro und sucht wieder Investoren. 850 sind wohl schon an Bord. Ein Wunschinvestor von Gablenz ist Elon Musk, den er sehr bewundert. Gablenz erinnert uns ein bisschen an Musk. Beide sind gut darin, ihre Ideen medienwirksam in die Welt zu tragen, egal wie fortgeschritten sie sind. Für Cargolifter waren positive Nachrichten unfassbar wichtig. Sie konnten noch kein Produkt vorzeigen, mussten aber trotzdem immer weiter neue Geldgeber und Investoren finden. Es gab unzählige Berichte über die gigantische Werfthalle, zu Joey, zu Besuchen des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, dem Börsengang. Im Geschäftsbericht wurde akribisch die Reichweite in den Medien dokumentiert. Wie überspitzt darf man Ideen und ambitionierte Zeitpläne kommunizieren, wenn tausende Investoren ihr gesamtes Geld verlieren könnten? Wo liegt die Grenze zwischen Visionär und Geschichtenerzähler? Was ich ihn gerne fragen würde.
Also ich würde gerne ein Gespräch mit ihm führen, wo ich der Frage näher komme, an welcher Stelle bei ihm Zweifel aufkamen. Also technologisch habe ich nie gezweifelt. Der Zweifel kam auf, als man merkte, dass die Stimmung kippt. Die ist auch nicht wegen Cargolifter gekippt, sondern sie ist eigentlich rückwirkend betrachtet mit dem 11. September gekippt. Der 11. September hat einfach signalisiert, wir werden das in diesem schwierigen Umfeld alleine nicht mehr schaffen. Cheers.